Wir müssen reden ja. über Arbeitsschutz, was eigentlich lustig aussieht und manchmal richtig nervt. Aber es ist ein wichtiges Thema. Das Thema Arbeitsschutz klingt vielleicht für manche Ohren etwas langweilig. Es ist jedoch für die Arbeitswelt sehr wichtig. Mit der Fürsorgepflicht und der Aufsichtspflicht für die Auszubildenden ist eine hohe Verantwortung verbunden. Im medizinischen Notfall gibt es keine Zeit für Diskussionen. Da muss jeder genau wissen, was zu tun ist. Arbeitskleidung kommt täglich zum Einsatz und hat oftmals gerade für junge Menschen eine besondere Bedeutung. Das wollen wir uns als erstes anschauen. Beim Thema Arbeitskleidung kann man unterscheiden zwischen Schutzkleidung, die vorgeschrieben ist, und Arbeitskleidung, die das Erscheinungsbild der Mitarbeiter bestimmt. Gerade im Handwerk oder der Industrie ist Schutzkleidung vorgeschrieben. Da haben wir zum Beispiel die Schutzbrille im Labor oder den Helm im Betrieb. Die Schutzkleidung hat aber immer Sicherheitsbegründungen, sei es zum Eigenschutz oder zum Schutz für andere. Gerade deshalb sollte dies kein Problem darstellen und muss von jedem akzeptiert werden. Wenn jemand aus religiösen Gründen darauf besteht, ein bestimmtes Kleidungsstück zu tragen, kann man versuchen, einen Kompromiss zu finden. Natürlich nur unter der Voraussetzung, dass der Unfallschutz gewährleistet ist. Ich kann mein Kopftuch im Betrieb tragen. Dabei muss ich nur darauf achten, dass ich als Chemikantin eins aus Baumwolle trage. Also komme ich mit einem normalen Tuch zu arbeiten, und wechsle dann auf Baumwolle. Beispielsweise ein Sick, der als Koch arbeitet, möchte bei der Arbeit ein Turban tragen. Das verstößt nicht gegen Hygienevorschriften und hindert ihn bei seiner Arbeit natürlich genauso wenig wie eine Papierhaube. Beim Schutz des Arbeitnehmers kann es neben der Kleidung auch um die Haare gehen. Beispielsweise, wenn eine langhaarige Schreinerin mit einer Kreissäge arbeitet, muss sich diese auch ihre Haare zusammenbinden. Neben Betrieben, die eine Arbeitsschutzkleidung vorgeben, gibt es Arbeitsplätze, wo es eine gewisse Kleiderordnung gibt, wie zum Beispiel in Banken, wo Mitarbeiter direkten Kontakt zu Kunden haben. Die Kleidungsvorschrift kann im Arbeitsvertrag oder in der Betriebsvereinbarung festgelegt werden und ist somit verbindlich. Wenn ein Mitarbeiter aus religiösen Gründen ein bestimmtes Kleidungsstück tragen möchte, wie zum Beispiel ein Kopftuch, dann gilt es zu überprüfen, ob das gegen bestimmte Vorschriften verstößt und ob das mit der Arbeit vereinbar ist. Gibt es im medizinischen Notfall etwas Besonderes zu beachten, wenn Auszubildenden mit Fluchterfahrung etwas passiert, zum Beispiel wenn sie Muslime sind? Die Antwort lautet ganz klar Nein. Gerade in betrieblichen Notfällen muss sofort erste Hilfemaßnahme angewandt werden, um die Versorgung von Verletzten bestmöglich gewährleisten zu können. Wenn es da Notfall erforderlich macht, kann man auch die Person entkleiden, unabhängig von ihrer Religionszugehörigkeit. Ich bin Erste Helfer und habe das Thema Sicherheit besonders im Blick. Zum Glück musste ich bis jetzt niemanden wiederbeleben. Vielleicht gibt es manchmal die Situation, dass man als Ersthelfer dem gleichen Geschlecht angehören kann, um da ein bisschen darauf zu achten. Allerdings ist das nur bei leichten Verletzungen der Fall. Dann ist die Verletzung schwerwiegender, sollte man schon darauf achten, dass der Ersthelfer der Ersthelfer ist. Und dann ist es egal, welchem Geschlecht er angehört. Wir haben im Labor Notduschen, wo wir uns voll entkleidet drunterstellen müssen, wenn ein chemischer Unfall passiert. Die Religion besagt, dass die Gesundheit vorgeht. Ich würde es auch tun, aber schön finde ich diese Vorstellung nicht. Ich auch nicht. Schön findet diese Vorstellung wahrscheinlich niemand, allerdings müssen sich alle daran halten. Wann hat der Ausbilder eine Fürsorgepflicht und wann eine Aufsichtspflicht? Ist der Auszubildende noch minderjährig, habe ich als Ausbilderin die Aufsichtspflicht der Erziehungsberechtigten während der Arbeitszeit. Je nach Alter unterscheidet sich die Pflicht des Arbeitgebers bzw. des Ausbilders. Für minderjährige Azubis gilt die Aufsichtspflicht, für volljährige Azubis gilt die Fürsorgepflicht. Jeder Geflüchtete, der noch minderjährig ist und hier nach Deutschland geflüchtet ist, erhält hier bei uns einen Vormund. Dieser Vormund wird hier gesehen wie der Erziehungsberechtigte, er muss Unterschriften leisten und ist auf der anderen Seite auch zuständig für ihn und seine Entwicklung. Das heißt, für uns ist der Vormund auch der Ansprechpartner, wenn es um verschiedene Belange geht.